Hallo, mein Name ist Yannick und wenn ihr eure Welt gerne mal aus Sicht eines Comics sehen möchtet, dann habe ich die perfekte App für euch. Sie heißt Papierkamera und ist für 1,49 € im Android Market erhältlich. Nachdem ihr die App gestartet habt, seht ihr hier in diesem Fenster den Aufnahmebereich. Auf diesen ist auch gleich ein Effekt angewendet. In der App habt ihr 12 verschiedene Effekte, die ihr hier oben über die Pfeile auswählen könnt. Außerdem stehen euch noch drei Schieberegler zur Verfügung. Zum einen ist das der Kontrast, die Helligkeit oder die Stärke der Linien. Mit diesen könnt ihr auch Einfluss auf das Bild nehmen. Drückt ihr hier unten auf euren Menübutton auf eurem Smartphone, verändert sich hier unten die Leiste, in der zuvor der Effekt angezeigt wurde, der Name des Effekts. Nun habt ihr hier zwei Lupen, mit denen ihr zoomen könnt. Ihr könnt über dieses Zeichen wählen, ob ihr Blitz oder kein Blitz haben möchtet. Mit diesem Button könnt ihr den Entwicklern der App eine Nachricht schreiben. Mit dem Zeichen daneben, dem Foto mit den zwei Pfeilen, könnt ihr euren Freunden auf die App aufmerksam machen. Dies geht per Facebook, Bluetooth oder auch per E-Mail. Und mit diesem grünen Button mit den drei Strichen in der Mitte könnt ihr bereits geschossene Fotos auch mit Effekt versehen. Das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. So, nachdem das Foto geladen ist, hat man hier sofort einen Effekt angewendet. Über die Pfeile hier oben könnt ihr eben dann den gewünschten Effekt auswählen und auch über die Regler noch Einfluss nehmen. Seid ihr mit dem Effekt zufrieden, so drückt ihr hier unten auf das Diskettensymbol. So, nun aber zum Fotoschießen selbst. Wie gesagt, wählt ihr euch hier oben den gewünschten Effekt aus. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eben über die Lupen zoomen. Das Zoomen geht aber auch noch über den Lauter- oder Leiser-Knopf an eurem Smartphone selbst. Möchtet ihr das Foto dann schießen, so drückt ihr einfach hier unten auf das Fotosymbol. Nachdem das Foto fertig ist, habt ihr hier oben das Symbol, mit dem ihr das Foto auch share, also teilen könnt. Dies geht auch wieder über Facebook oder über Mail. Ihr könnt auch Videos aufnehmen. Dazu müsst ihr hier unten den Regler auf Videos schieben. Anschließend nehmt ihr die Videos auf, indem ihr auf das Kamerasymbol tippt. Auch Ton wird mit aufgenommen. Seid ihr fertig, wieder auf das Kamerasymbol. Anschließend könnt ihr das Video abspielen, indem ihr auf den Play-Button tippt.